Ja, Olga. Funkelding, Funkelding für dich. Octi ist weg. Keine Sorge. Buttercup und ich werden ihn finden. Und solange passt du bitte auf meinen Pokal auf. Er trägt den Namen Kicknelius. Ist schon gut, Kicknelius. Ich hab dich lieb. Oh, Bubbles, jetzt wein nicht deinem blöden Spielzeug hinterher. Wen interessiert das? Buttercup? Was ist? Ich hab nichts getan. Buttercup? Das Spielzeug ist blöd. Bubbles kommt auch ohne klar. Was soll das heißen? Heißt das, dass du weißt, wo Octi ist? Sag's mir! Okay. Ich hab Octi definitiv nicht genommen, aber ich weiß vielleicht, wo er ist. Denn ich bin ein übersinnliches Genie und so. Folgt mir. Warum sollte Octi in den Büschen sein? Ach, weißt du, das ist der Ort, wo ihr euren Krempel hingeschmissen habt. Zum Beispiel das hier. Hey, ich dachte, ich hätte sie verloren. Oh, hey, ist das mein Tagebuch? Du hast gesagt, ich hätte es in der Laube vergessen. Danke, ihr Latexhandschuhe. Um dich kümmere ich mich später. Oh, ich hab ihn doch dahingelegt. Ich weiß es genau. Du gibst also zu, dass du Octi gestohlen hast. Was hast du mit ihm gemacht? Jemand muss ihn weggenommen haben. Ja, nämlich du, blödo Minödo. Blödo Minödo? Ich hab's nicht so mit Schimpfwörtern, okay? Hagrid liebt Funkeldinge. Er muss Octi geklaut haben. Wow, Blossom. Wie klug von dir, dass du das rausgekriegt hast. Naja, ich bin ein Kickball-Champion. Außerdem hat er das hinterlassen. Eure Funkeldinge wurden von Packrat entwendet. Mann, was fängt er überhaupt mit dem Krempel an? Kommt mit, Mädels! Holen wir Octi zurück! Hey, Babs, es tut mir echt leid. Ich bin froh, dass es dir leid tut, aber ich werde dir das nie verzeihen! Musste es die Müllhalde sein? Naja, hier wohnt Packrat ja schließlich. Oh nein, Octi hasst es, schmutzig zu werden. Dann sind wir schon zu zweit. Da wäre ich mir nicht so sicher, Babs. Octi richtet gern Chaos an. Was weißt du schon von Octi, du Octi-Nepperin? Zumindest wird sie besser mit Schimpfwörtern. Blossom, was ist? Kommst du? Oh! Nein! Ich komm nach. Später. Na gut, aber wir brauchen was, womit wir Packrat rauslocken können. Also... Er muss sich hier irgendwo verstecken. Gib mir das Funkelding! Oh, dafür braucht er also den ganzen Krempel. Nein! Gib ihm nicht Kicknelius! Gib uns sofort Octi zurück! Nein! Das Funkelding ist für Olga!